liebe Bücherfreunde in Nadis Bücherwelt. Heute habe ich für euch meinen Lesemonat vom April. Ihr seht, ich bin immer noch in Verzug. Ich komme einfach nicht zum Videodrehen in letzter Zeit, weil ich einfach auch zu gute Bücher lese. Ja, der April, da hatte ich 6,5 Bücher gelesen. Warum ein halbes, werdet ihr im Laufe des Videos erfahren. Und ein Hörbuch gehört. Allerdings war dieses Hörbuch wirklich ganz, ganz kurz. Es waren insgesamt 1763 Seiten in dem April. Pro Tag macht es so ungefähr 49 Seiten. Das waren die Statistiken. Und jetzt kommen wir zu den Büchern. Ich fange erst mit dem Hörbuch an. Das blende ich euch wie immer hier irgendwo ein. Fuchsrot, Academy of Shapeshifters. Und das ist Teil 1 von Amber Auburn. Die hat das geschrieben. Das Ganze hat nur 80 Seiten. Es kostet als E-Book 99 Cent, als Taschenbuch 4,98 Euro und als Hörbuch bei Audible 1,82 Euro oder ein halbes Guthaben. Ja, er hat bis jetzt 129 Rezensionen und 4,1 von 5 Sternen. In diesem Hörbuch lernen wir Lena kennen. Lena ist ein junges Mädchen, was ein ganz normales Leben führt, bis zu ihrem 16. Geburtstag. Da beginnen nämlich seltsame Dinge mit ihr zu passieren, ja. Sie hat plötzlich so einen wahnsinnigen Instinkt entwickelt und eines Tages wird sie im Wald aufgefunden. Wie sie da hingekommen ist, was da mit ihr passiert ist, das weiß sie nicht. Allerdings wird ihr dann erzählt, dass sie ein Mensch ist, der sich in ein Tier verwandeln kann. Und dass sie nun, wo sie ihr 16. Lebensjahr vollendet hat, in Gefahr ist und sie muss schnell von zu Hause verschwinden. Sie kommt in ein Camp. Dieses Camp befindet sich in den bulgarischen Wäldern, ganz abseits von irgendwelchen Menschen, von irgendwelchen Städten, um dort ihre Wandlung zu lernen. Doch letztendlich verwandelt sich Lena in etwas ganz anderes, was sie eigentlich vermutet hat. Ja, das ist jetzt mal der erste Band. Mehr erzähle ich euch auch darüber nicht. Ich werde die anderen Bände auf jeden Fall auch noch hören. Die gehen ja immer nur mal so zweieinhalb Stunden oder so, wenn überhaupt, manchmal nur eine Stunde und noch was. Also die sind wirklich sehr, sehr kurz gehalten. Das war also mein Hörbuch. Dann fange ich jetzt an mit den Büchern, die ich gelesen habe. Angefangen hat mein Monat April mit Ashkandras Ruf von Cassia Cole. Hier handelt es sich um Band 1 einer Trilogie, so viel ich weiß. Es kostet 14,90 Euro als Taschenbuch, ist beim Verlagshaus Elgado erschienen. Und ich habe dieses Buch als Rezensionsexemplar bekommen. Wenn ich immer ein bisschen runter gucke, ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht, weil eben der April ist jetzt doch schon ein bisschen her. Er ist am 25. Oktober letzten Jahres erschienen, hat bis jetzt 5 von 5 Sternen. Das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, wie viele Rezensionen es waren. Auf jeden Fall ein tolles Buch, auch von mir hat es 5 Sterne bekommen. Da gibt es aber, wird es auch noch eine Rezension dazu geben. Er hat 386 Seiten. Als E-Book kostet es 4,99 € und als Taschenbuch eben 14,90 €. Ja, und in dem Buch ganz kurz angesprochen, wie gesagt, es wird noch eine Rezension geben. Da lernen wir Nesia kennen. Und Nesia ist eine 17-jährige junge Dame, die immer von Albträumen geplagt wird und sie weiß gar nicht, was mit ihr los ist und warum sie immer dasselbe träumt. Und dann hört sie auch noch eine Stimme von einem jungen Mann, erst nur in den Träumen, aber dann auch während sie wach ist, und er stellt sich als Z vor. Und
diese Stimme, ja, die tut seinen wohligen Schauer bei Messiah hervorrufen. Und sie fragt sich halt, ob man sich in eine Stimme verlieben kann. Ja, doch dann kommt in ihre Schule ein neuer Schüler, Nathaniel. Und auch Nathaniel gefällt ihr sehr gut. Und sie ist quasi zwischen den zwei Jungs, der eine, der in ihrer Fantasiewelt oder in ihrer Fantasie, glaubt sie, lebt, Seth eben, dessen Stimme sie einfach nur kennt. Und Nathaniel, der so toll aussieht, und sie vermutet, dass Nathaniel eigentlich Seth ist. Ja, das müsst ihr aber selber lesen. Also ich werde da jetzt nicht mehr erzählen. Wie gesagt, es wird nur eine Rezension, da gehe ich natürlich ein bisschen mehr drauf ein, auf diesen tollen Roman. Und ja, deswegen sage ich jetzt erstmal nichts. Wie gesagt, das ist Band 1, den ich da gelesen habe. Und das ist wunderschön aufgemacht, das Buch. Also überall ist es mit so wunderschönen Verzierungen gemacht. So fängt es quasi an. Also es ist wirklich ein tolles und wunderschönes Buch. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, es zu lesen. Und das zieht sich über alle Seiten. Ne? Es ist nicht nur bei einem Kapitelanfang oder so, sondern es zieht sich über alle Seiten, diese schöne Verzierung, diese Blätter an der Seite. Ja, also ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, 5 Sterne von mir, das kann ich euch ruhig schon mal verraten. So, mein nächster Roman, da gibt es schon eine Rezension von. Und zwar eine Videorezension und eine schriftliche Rezension von Katja Montejano, Zerspiegel. Deswegen werde ich jetzt über dieses Buch auch nicht so viel erzählen. Es ist am 13. März 2015 schon in den Handel gekommen. Kostet als E-Book 5,99 Euro und als Taschenbuchausgabe 12 Euro. Er hat, habe ich da die Sterne aufgeschrieben, die es hat? Nee, habe ich nicht aufgeschrieben. Also von mir hat er auf jeden Fall 5 Sterne bekommen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der diese Rezension schon gesehen hat von mir, daran, dass ich am Abend oder beziehungsweise in der Nacht dieses Buch beendet habe. Ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen und habe dann direkt meine Videorezension dazu gedreht, weil ich so gefesselt war und so begeistert war. Und ja, ich verlinke sie euch auf jeden Fall in der Infobox. Schaut sie euch an. Kann auch sein, ich tue sie hier kurz mit einblenden als Information. Dann könnt ihr auch da drauf gehen. Aber ja, mir was lieber, ihr schaut das Video zu Ende und guckt dann hinterher, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, die Rezension zu diesem Buch. Wirklich ein Wahnsinns-Thriller und nichts für schwache Nerven. So, dann habe ich ein E-Book gelesen, und zwar von der Frieda Lamberti, Kalte Milch und Kummerkekse. Er ist am 8.3.2016 in den Handel gekommen. Er hat 190 Seiten, kostet als E-Book 3,99 €, als Taschenbuch 7,99 € und als Hörbuch bei Audible 4,95 € oder ein halbes Guthaben. Ja, in diesem Roman lernen wir Dagmar kennen. Dagmar hat mit ihrem Vater ja sozusagen gebrochen, und seitdem lebt sie so einfach ihr Leben. Ja, mehr recht wie schlecht, so richtig wohlfühlen tut sie sich nicht. Der Einzige, der ihr immer wieder durch den Kopf geht, ist ihr Nachbar Pitt, ein Polizist. Aber der scheint in Dagmar nur einfach eine gute Freundin zu sehen. Oder eine gute Nachbarin. Ja. Und Dagmar schafft es einfach nicht, über ihren Schatten zu springen und Pitt ihre Gefühle zu offenbaren. Sie hat einfach auch Angst, dass die Freundschaft dann kaputt geht. Und ihre Großmutter sieht die ganze Sache aber anders. Sie möchte die beiden miteinander verkuppeln. Das Ganze ist ein unheimlich humorvoller Roman. Mir hat er gut gefallen. Es ist der erste Band. Ich glaube, da gibt es nur 2 Bände von. Und er... ja, ich glaube, es gibt nur 2 Bände. Nämlich Kalte Milch und Kummerkekse
und warme Milch und noch irgendwas. Das, ich blende euch ein hier, dann muss ich nachgucken. Ja, auf jeden Fall, der hat mir auch sehr gut gefallen. Dieser Roman hat 4 Sterne von mir bekommen. Und ja, da wird es wahrscheinlich nur eine schriftliche Rezension von geben. Dann durfte ich wieder als Testleserin ein Buch von Annie Cherubin lesen. Und das ist diesmal der 2. Teil ihrer neuen Reihe White House Princess Hopeful, heißt dieser 2. Teil. Ein tolles, tolles Cover. Ich bin wieder total begeistert. Ja, da werde ich jetzt natürlich überhaupt nichts drüber erzählen, außer dass er am 3. Mai diesen Jahres erschienen ist. Er hat bis jetzt 4,9 von 5 Sterne bei Amazon und kostet 3,99 € als E-Book und als Taschenbuch 11,49 €. Das ist ja mal ein komischer Preis. Naja, ja, von mir hat er 5 Sterne bekommen, wie der erste Band auch. Es wird von dieser Reihe eine Serienvorstellung geben. Da werde ich die beiden Bücher ansprechen, beziehungsweise hauptsächlich den ersten Band. Und auch davon wird es dann eine Verlosung geben. Das hat mir die Annie erst heute gerade mitgeteilt, dass ich also 2 Taschenbücher verlosen darf. Das kommt aber alles, nicht jetzt schon bewerben bitte, das kommt alles erst, wenn ich meine Reihenvorstellung von diesen Büchern mache. Ja, eine ganz, ganz, ganz tolle Reihe. Aber bevor ich jetzt hier lang in Schwärmen komme, machen wir weiter. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, ist Tiefer Grund, ein Carringham-Krimi von Matthew Costello und Neil Richard. Auch das habe ich als Rezensionsexemplar von Bastei Lübe bekommen. Er kostet 9,90 € als Taschenbuch und als E-Book. Habe ich das aufgeschrieben? Nein, dass ich immer mal zwischendurch wieder irgendwas vergesse. Auf jeden Fall hat er bei Amazon 4 von 5 Sternen. Von mir hat er 3 bekommen. Es handelt sich hier um einen Krimi. Es geht um einen Lehrer, der nach einem Abschlussfest plötzlich in einem, ja, war das ein Bach oder war das ein See, ist auch egal, da ist, wird er gefunden, er ist ertrunken und die neue, recht junge Schuldirektorin, die glaubt da nicht so richtig dran. Die Polizei hat es eben gemeint, ja, unter Drogen ist der Lehrer da halt ertrunken. Ja, die Schuldirektorin, die glaubt da nicht richtig dran und fragt die Hobbyermittlerin Sarah, ob sie da mal so im Hintergrund so ein bisschen ermitteln kann, ob sie mal stöbern kann und ja, das tut sie dann auch und deckt Dinge auf, die ja, so mancher lieber verborgen gelassen hätte. Ja, also wie gesagt, von mir hat er 3 Sterne bekommen, auch hier wird es noch eine Rezension geben. Wahrscheinlich nur eine schriftliche, das kann ich euch aber noch nicht genau sagen. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was es bei mir so gibt, dann einfach auf meinem neuen Blog www.nadis-bücherwelt.de den Newsletter abonnieren, dann seid ihr in allem, was ich mache, ob schriftliche Rezension, Videorezension oder was auch immer, ihr seid dann immer auf dem Laufenden. So, und mein nächster Roman, den habe ich gar nicht hier. Das ist ja wohl der Hammer, den habe ich mir gar nicht hingelegt. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Ja, und schwuppdiwupp bin ich wieder da. Mit diesem Roman Dirty in seiner Gewalt von Sarah Sachs habe ich dann den April beendet. Ich habe es nicht ganz geschafft, den Roman zu lesen. Ich habe da im April 157 Seiten davon verschlungen. Und gibt es ja auch schon meine Rezension, meine Videorezension. Es gab ein Gewinnspiel, wo die liebe Sarah Sachs ein Taschenbuch verlost hat. Und ja, was es mit dem Buch auf sich hat, was von mir im Mai dann fertig gelesen wurde, das könnt ihr dann in dem Video sehen. Ich verlinke euch die Rezension unten in der Infobox. Da könnt ihr das alles nachschauen, nachlesen, ohne dass ich in irgendeiner Weise spoiler. Das ist mir immer ganz wichtig.
Ja, dieser Roman, das kann ich euch noch sagen, kostet als E-Book 3,99 €, als Taschenbuch 12,99 €, ist am 27. März diesen Jahres erschienen und hat bis jetzt 4,3 von 5 Sternen bei Amazon. Ein tolles Buch, ich kann es euch nur empfehlen. Ich habe von der lieben Sarah jetzt schon erfahren, dass ich auch den zweiten Band als Taschenbuch bekomme. Da freue ich mich natürlich unheimlich, weil ich das so toll finde, wenn die Bücher dann alle so im Regal stehen. Und gerade die Bücher von Sarah Sachs, die liegen mir schon sehr am Herzen. So, das war mein Lesemonat April. Kurz und schmerzlos. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.